Jo Leute, da bin ich wieder, euer Snow White, diesmal mit einem bisschen anderem Video. Ich bin auch ein bisschen krank, deswegen tut es mir leid. Und zwar, wir zocken diesmal Payday 2, ein richtig geiles Game, meiner Meinung nach. Ja, und das zocke ich halt manchmal im Team, manchmal alleine. Und ich versuch's mal alleine. So, diesmal nehme ich auch auf, ja. Ich habe davor gezockt, habe auch, ja, das Game fast, durchgeschafft, aber dann merke ich, oh, ich habe nicht aufgenommen. Ja, geil. Ja, ich war am Montag, war das. Ich war auf einem Ausflug irgendwie nach der Schule. Ja, nach der Schule. Nicht während der Schule. Am Nachmittag. Oben lang, unten lang, ich gehe unten lang. Komm schon. Und zwar war das so ein. Ich öffne dich schon mal. Weil das so ein Ausflug, wo man. Ja, das war so ein Geschichtsausflug. Und das war halt. Ja. Nicht so. Doch, das. Das war schon toll, aber. Ja, man sollte. Alter, ich sollte mich vielleicht mehr konzentrieren. Alles okay, ja, gut. Passt schon. Ich bin noch hingefallen, ja. Gut. Ich dich mal mit. So, wie schmeißt man dich denn? Hops. Geh. Tschüss. Es war mal eine Leiche. Ist da eine Kamera? Nee, okay, gut. Und ich hasse diese Leitern, ich falle da einfach immer hin. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das macht. Also, man hätte auch von rechts kommen können. Aber ich mag das Game auch im Team, wo das Team auch recht gescheit ist. Also, wo sich jemand blicken lässt. Weil dann sind manche da. Ich bin zum Beispiel dann bei den Containern. Holen einfach alles, was geht. Und dann, falls es trotzdem mal anschickt, hauen wir einfach ab, weil wir schon alles geholt haben. Oh, das ist natürlich sehr gut, dass wir hier sind. So, eine Waffe. Ach, jetzt können wir dich nicht öffnen. Ach du. Verdammt. Jetzt können wir hier nicht viel schnappen eigentlich. Okay, dann muss ich halt anders hingehen. Bring ich dich schon mal weg. Ah, das mit dem Tragen ist auch immer so eine Sache. Ja, das dauert halt immer lange. So. Ist wahrscheinlich nicht so langer Part. Also jetzt keine, was weiß ich, 20 Minuten, sondern vielleicht 15, vielleicht 10 Minuten, je nachdem. Wie lange ich halt für das Ausrauben hier brauche. Jetzt haben wir, glaube ich, keine Leichensäcke mehr. Das heißt, wir dürfen Leute immer noch töten, aber ja, wir dürfen halt nur noch zweimal auf ihre Pager, ja, antworten und halt, ach, das ist die Kamera. Ah, okay. Gut, einfach nochmal drüber laufen. Manchmal ist hier noch so ein Wachtyp, der läuft hier dann so vorbei. Jetzt auch noch. Ja, mal gucken, wie oft ich das aufnehmen muss, weil ich muss auch gleich weg. Ich muss gleich zu einem Arzt. So, dann ist hinten nicht hier meistens irgendwas. Nee, doch nicht, okay. Das war ein Griff ins Klo. Wir könnten eigentlich auch hier hingehen. So. So, und dann öffne ich hier einfach mal. Mit der Hoffnung, dass da niemand ist. Notfalls haue ich schnell ab. Ja, die Tür geht einfach auf. Die Tür sieht. Oh, okay. So. Hier ist auf jeden Fall niemand. Den Server nehme ich mit. Letztes Mal habe ich gleich zuerst den Server mitgenommen. Genommen. Genommen. Ja, gut.
natürlich eine richtig geile Sache. Und falls wir jetzt erwischt werden, ja mal, dann müssen wir nur noch die Dinger hier so hinbringen und fertig. Also meistens, wenn ich das schon durch habe, spiele ich einfach Risky und gehe einfach irgendwo hin, wo einer mehr ist. Und wenn die mich halt finden, renne ich halt weg. Leute, was soll ich da halt machen? Das spiele ich halt ein bisschen. So, wir haben hier Kokain. Okay. Ach, der eine kommt ja dann zurück. Ach so. Verdammt. Irgendwas. Wie viele sind hier denn? Weißt du was? Ich hau schnell ab. Ich bring das Zeug weg. Und dann schaue ich weiter. Weil es wird ein bisschen riskant, ja. Wenn ich das Zeug nicht abgegeben habe und ich dann gefunden werde, ist es nicht so geil. Ich hoffe natürlich auch mal aus Spaß. Kameras kann man natürlich auch ausschalten, aber da muss man halt in einen bestimmten Raum gehen, weil da steht halt einer. Weil wenn man die so zerstört und da geht dann jemand vorbei, dann bist du halt schlecht dran. So ein bisschen Kokain. Bisschen Beute. Ich kann jetzt flüchten eigentlich. Würde ich eigentlich auch normalerweise vielleicht tun. Verdammt. So, hier. Verdammt. Normalerweise schaue ich mich auch mehr um. Normalerweise. Ach, komm schon. Ach, das ist das mit dem Safe. Ach, komm. Gut, dann nehmen wir den anderen Weg. Es gibt hier genug Wege raus. Eigentlich steht auch manchmal jemand, aber mich hat es gerade nicht gejuckt. Dich können wir öffnen. Will ich aber nicht. So, komm ich hier ein paar. Öffne ich dich mal. Hier ist nichts. Da ist jemand. Verdammt. Töte ich den nicht. Gut. Irgendwie auch auf die Leute zeigen geht auch irgendwie. So, man weiß, wo er ist. Kannst du bitte weggehen? Wäre richtig geil. Ich würde es feiern. Mal auf ihn zeigen, damit ich weiß, wo der ist. Ey, komm schon. Wir laufen da von denen rum, das ist normal. So, machen wir mal auf. Hier ist ein Geldsack. Den wird man natürlich gern mitnehmen. Deshalb gehen wir mal zurück. Eigentlich würde ich hier noch mal kaufen, aber gut, das reicht eigentlich auch mal. Es gibt mehrere Methoden, wo man das machen kann. Zum Beispiel bei den Containern gibt es auch einen Mülleimer. Könnte man rein theoretisch auch was machen, aber mache ich nicht. Mach so, wie ich es halt gewöhnt bin. So, da kommt nicht zufällig gleich ein Soldat raus.
Gibt's auch manchmal, dass es einfach so rauskommt. So, okay, wir bekommen ein bisschen. Ich kann mal hin. Es geht schneller. Mit der Brechstange kann man dann viel, viel mehr öffnen. Es gibt drei Möglichkeiten, also es gibt drei Möglichkeiten, wo man die Brechstange findet. Meistens findet man die dann auch nach diesen drei Möglichkeiten. Verdammt. Die erste Möglichkeit wäre, es gibt hier eine Küche, da liegt sie manchmal rum. Was, noch eine Geldtasche? Ach du Heilige. Dann da wo das habt ihr. Bei den Servern, wenn man dann rausgegangen wäre aus dem Gang, da liegt es auch rum manchmal. Und dann auch in einem Container. Und zwar hinter dem Polizisten oben im oberen Bereich ist halt auch eine Chance, dass es da liegt. Also wenn man die drei abklappert, hat man auf jeden Fall dann die Brechstange. In der Küche liegt es. Also ich hab's in der Küche, habe ich, wenn ich ehrlich bin, ich war da noch nie. Aber ich habe sie immer in dem Container gefunden. So, falls ihr die braucht, im Container liegt es meistens. So. Eigentlich könnten wir jetzt schon gehen. Ich mache noch eine Tasche. Eine Tasche wäre super. Unterschuss. So, da ist natürlich niemand. Ach. Ach, jetzt steht er da rum. Also hier oben im Roten ist halt meistens eine Brechstange. Da habe ich die immer gefunden. Das kann ich da aber nicht hin, wegen dem einen Typen. Deswegen gehe ich mal woanders hin. Bevor es jetzt noch Jahre dauert bei dem. Die kann man nicht öffnen. Man kann immer nur dieselben öffnen, deshalb muss man sich das merken. Verdammt. So, ist hier noch was? Nee. Verdammt. Ich will noch eine Tasche, will ich. Hätte ich. Ja, geil. Sind echt überall. Rein, nee, man könnte nicht alle abknallen, weil man kann nur drei Pager quasi dann kann dann halt nur dreimal drauf sprechen, weil dann ist es so offensichtlich, dass irgendwie dann bei allen irgendwas passiert zur selben Zeit an einem Tag. Es ist quasi eine Sache der Unmöglichkeit. Gerade finde ich irgendwie nichts. Versuch's mal hier so. So, hier gibt's auch irgendwo ein. Ach du Heilige. Hey, nicht euer Ernst? Hey. Ja, ich will noch eine Sache, hätte ich schon gerne. Verdammt. Oder wisst ihr was? Ich hau einfach gleich ab. Ich muss nur wissen, wie und wo. Ob ich unten lang kann, das weiß ich gerade nicht. Ich würde gehen wieder auf die andere Seite. Nicht so geil mit dem. Verdammt. Ja, ich kann flüchten. Das
So, das war eine richtig geile Idee. Jetzt kann ich hier so flüchten, Leute. Hops, hops, hops. Das weiß ich, hau einfach ab. Oder, ja. Kann ich hier nicht aufstehen? Ja, geil. Ah. So. Und zwar, ich gehe einfach mal. Ja, irgendwie. Ich habe jetzt keinen Bock, nach einer Brechstange zu suchen und meine Kollegen warten sowieso schon auf mich, deshalb gehe ich mal. So. Oh, und außerdem kriegt man leider immer einen Bonus. Yeah. Bisschen Geld, also ist eigentlich recht leicht hier so ein bisschen Geld zu machen. Erfahrung kriege ich wahrscheinlich nicht so viel, also es wird sich nicht für mich lohnen. Es gibt da lohnenswertere Aufgaben. Ja, hat man gesehen. Ja, ich habe höchste Präzision 100. Ja, geil. Ja, gut. Also, ich denke mal, das war's. Ah, ich kann noch eine Karte auswählen. Gut, ich will dich. Kann man auch immer machen. Das habe ich schon vergessen. Oh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich einen Safe bekomme. Genau in der Aufnahme. Das ist mein erster. Erster Safe, ja, mein erster Safe, den ich so bekomme. Richtig geil auf jeden Fall. Jetzt brauche ich noch einen Bohrer. Dann passt das. Inventar. Steam Inventar. Ah. Ah, nee. Der, ah, nee, mein zweiter Safe. So. Ja, den habe ich irgendwie schon seit langem. Kann ich schon den kaufen, okay, Sputnik. Aber man braucht für ihn ein spezielles Teil. Ach so. Sputnik. Ja, also das war's auf jeden Fall mit dieser Aufnahme. Ich würde auch mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, Leute.